Leute und herzlich willkommen zurück bei mir auf dem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Heute gibt es endlich mal eine Roomtour, die ihr euch schon längst erhofft habt. Ich habe zwar mal gesagt, ja, ihr kriegt sie, aber heute verdrehe ich sie für euch. Wie gesagt, es ist mein kleines ja, Zockerreich, was ich mir bis jetzt mit erarbeitet habe. Ich werde euch immer mit einblenden, was ich jetzt wo habe, beziehungsweise genau in der Artikelbeschreibung. Ihr wisst Bescheid und würde ich sagen, wir starten einfach mal. Und dazu drehe ich einfach mal schnell die Cam. So sieht es aus, wenn man bei mir ins Zimmer reinkommt. Da eben halt ein Adventskalender von, ich glaube, 2018 müsste das sein, von meiner Schwester bekommen. So, und wenn man dann hier nach rechts schwenkt, so, ganz normaler Kleiderschrank. Und dann hängen halt die Jacken. Und die Schätze. Hier sind eben halt dann so ganz normale Straßenschuhe wie meine neuen Nikes, meine Nike Air Schuhe. Noch mehr Nike Schuhe und Puma Schuhe. Also ganz entspannt von Straßenschuhe. So, hier sind wir so gerade reingekommen. Und hier seht ihr schon meine kleine, aber feine Gaming-Ecke. So, das seht ihr dann so meistens, wenn ich streame. Da ist die gute alte Facecam mit eingebaut. Herr Lami darf natürlich auch nicht fehlen. Das hier oben verlinke ich euch auch alles nochmal in der Videobeschreibung. Ist der Samsung Series A5 Monitor. Das ist der, auf den ich zocke. Das ist ein Asus Monitor, damit mit der Logitech G910 Tastatur und einer Speedlink Maus. Zudem, dass das hier, dass der Monitor läuft und der Monitor steht das gute Schätzelein hier und am Tisch, Schreibtisch. Nicht wundern, dass hier ein Ventilator steht, der Fernseher hat. Hatte ich in letzter Zeit öftere Luftprobleme am PC und daher ist auch hier kein Gehäuse dran, weil er einfach sonst die Wärme nicht rauskriegen würde. Da habe ich gesagt, gut, lässt er einfach die Kappe ab, das Gehäuse, hat er genug Luft und notfalls kann ich damit kalte Luft reinblasen, dass er nicht mehr ab, dass er mal abstürzt. So, und wenn wir dann mal weiter nach rechts drehen, da sehen wir meine Schätze, außerdem hier noch das Mikrofon, das ist das New Way 700 mit dem Trust GTX Headset. Wie gesagt, ist alles mit verlinkt in der Videobeschreibung, also gerne mal mit abchecken. So, dann würde ich aber schon sagen, wir kommen schon zu meinen Schätzen, wie ihr alle wisst. Ich zocke leidenschaftlich gern Fußball. Daher meine personalisierten Fußballschuhe. Wie man hier so schön sieht. Nadine mit meiner Nummer 9. Dann natürlich noch Hallenschuhe sind am Start. Und meine gewollten Fußballschuhe. So, jetzt sieht man schon im Hintergrund leicht eine Sammlung von Level Up. Aber auf die gehen wir später mit ein. Weil, wenn wir uns mal ganz schmuf umdrehen, sehen wir da oben eingestellt. Jo, da oben penne ich. Ich habe einen Vorteil. Jetzt, da ist die Tür. Ich schlafe oben an der Decke. Fast an der Decke. Eben halt noch verschiedene Bayern-Schals mit meinen Mitgliedsschalen. Halt hier verschiedene Poster von Bayern. Hier natürlich, was ihr jetzt immer im Stream seht. Dresden mit besten Aufschrift. Nadel zockt. Ihr wollt, kann ich gerne nochmal jetzt das Giveaway raushauen. Eben halt hier verschiedene Ereignisse, die ich erleben durfte. Eben eine kleine Bayern-Ecke, eine kleine Dynamo-Dresden-Ecke. Beziehungsweise hier dann hinten noch vom Abschluss.
von meinem 18. Geburtstag. Habe ich ein Verkehrsschild bekommen. Weil ich mit all meine Gäste unterschrieben haben. Fand ich auf jeden Fall eine übelst geile Aktion von meinen Eltern. Aber die geilste Aktion, die finde ich immer noch von unserem Maler. Die haben mir einfach, hier seht ihr noch ein paar Bayern, Puzzle, die ich alle, kann man sagen, in einem Tag oder zwei Tage zusammen gepuzzelt habe. Einfach mal eine Fußballfeld an die Decke gemalt. Einfach, das sieht so geil aus. Hier könnt ihr es im Ganzen sehen. Wie gesagt, ich habe einfach ein Fußballfeld an der Decke. Das ist zu OP. Und hier, wo meine Fußballschuhe drin stehen, ist ein Kallax. Ihr kennt es alle. Von Ikea. Best auf jeden Fall. So, und da kommen wir jetzt auch schon mal zum hinteren Teil, kann man sagen, weil das ist eben halt so der vordere Teil. Das ist der hintere Teil, das ist der Teil, den ihr eigentlich fast nie seht im Stream. Hier sind eben halt dann auch wieder verschiedene Sachen. Fußball-Sachen, dann Lego-Technik. Ich war mal ein übelst Lego-Technik-Freak. Hier eben halt verschiedene Bayern-Artikel, hier leider meine Controller. Dann verschiedene Booster-Gläser und halt hier wieder Lego. Wie ihr seht, und jetzt kommt das Beste. Ich habe ein wenig Dosen. Wie gesagt, ich bin fast Platin. Müsste ich jetzt schon was sein. Wie gesagt, ich finde es einfach zu geil. Keine Partnerschaft mit Level Up. Aber es schmeckt zu geil. Hat so die geile Wirkung. Hier dahinter die Lichter, die ihr eben halt da seht. Und da. Und da ist Philips Hue drin. Hier Allianz Arena. Noch als 3D-Puzzle. Mit dem Adventskalender mit mir. Nice, man. Willkommen von meiner Schwester. Aber hier auch alles LED. Muss natürlich die Allianz Arena beleuchten. Genauso ist auch meine große Pinnwand mit LED-Streifen. Jo, und dann habe ich halt hier hinten noch so auf ganz entspannt noch eine Couch stehen, falls irgendwelche Freunde mal da sind. Und zusammen pennen sie halt eine Couch zum Ausziehen. Ganz entspannt. Oder eben halt hinten mit dem Fußball geguckt. An diesen Fernseher. Da unten steht auch noch eine PlayStation 2. Und da hier hinten meine schöne GBL und noch meine Nintendo Switch. Also ja. Bei mir fehlt es eigentlich nichts an Konsolen. Außer die PS5 natürlich. So, und das seht ihr ja dann wieder so im Stream mit dem halt meinem Namen zockt. Und beim Dynamo Dresden schauen. Wie gesagt, das sollte jetzt nur einen kleinen Einblick sein von meinem ganzen Setup. Ich tue alle Links von dem, was ich jetzt noch finde, weil da vieles zusammengestellt ist. Stelle ich alles in die Videobeschreibung, also checkt das gerne mal mit ab. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, was ich wo nutze, schreibt es mir gerne in die Kommentare. So, und das war es jetzt erstmal mit dem Video. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen schlau, wie ich so in meinem kleinen, aber feinen Reich lebe. Lasst gerne ein Like auf dem Video da, kostenloses Abo, wer es noch nicht abonniert hat, würde ich mich auf jeden Fall mega freuen. Ich wünsche euch noch eine schöne Weihnachtszeit. Man sieht sich in dem nächsten Stream. Ich bin raus, ihr werdet es auch in der Zeit. Ciao.